Einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte genau jetzt das neue Video, auch wenn es eigentlich noch nicht der Moment dafür ist, aber ich habe jetzt ein was zu erledigen, was ich euch jetzt dann gleich zeige. Und zwar lasse ich jetzt zum zweiten Mal diese Woche Kennzeichen prägen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt wofür, ich zeige es euch gleich. So. Wie gesagt, ich habe gerade, oh, die sind sogar noch warm. Okay, wie kann ich denn die jetzt euch mal zeigen? Ich habe mir gerade Kennzeichen prägen lassen und gleich noch eine grüne Plakette dazu gekriegt. Ein Auto die Woche kaufen ist nämlich nicht genug. Wir holen am Samstag noch ein Auto. Was es wird, verrate ich nicht. Seht ihr gleich, zeigen wir euch dann. Und dafür sind die Kennzeichen. Das wird allerdings auf Tim angemeldet. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie mein Auto wird oder so. Ja, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall vor. Wozu, weshalb, warum, erkläre ich euch dann. Jetzt fahre ich erstmal mit einem wunderschönen Hybrid-Fahrzeug weiter. Ich habe jetzt nämlich noch einen Termin. Genau, und wie gesagt, Samstag erzähle ich alles. Schönen guten Morgen. Es geht gleich los. Wir haben zwar noch so ein paar Zwischenstopps. Zum Beispiel gehen wir jetzt eben gerade mal zum Bus und fotografieren den nochmal von unten für die Ersatzteile, für die Auspuffanlage, dass ich da nochmal wirklich ein Foto habe und dann, wenn ich die Ersatzteile bestelle, dann auch sehe, das sieht genauso aus und... der Rost unten dran, dass wir den mal fotografieren für die Schweißarbeiten, damit wir demjenigen, der das halt macht, so das zeigen können für ein grobes Angebot. Das besprechen wir dann. Und danach gibt es das neue Auto. Und jetzt kommt wieder gleich Karl und spoilert und ich muss wieder abschneiden, wie beim letzten Mal. Als ich das von dem Bus erzählt habe, als ich das Video gedreht habe, habe ich ganz viele Schnitte setzen müssen, weil Karl die ganze Zeit zwischendrin reingerufen hat, ein VW-Bus, ein VW-Bus. Ich könnte mal sagen, das gleiche. Ein VW-Bus, ein VW-Bus. Ja, ihr werdet das dann sehen. Ich bin ein bisschen gespannt. Tim, dessen Auto es wird, ist nicht so aufgeregt, erfreut. Tim, bist du schon mit einem Feuerwehrauto gefahren? Damit noch nicht. Du bist noch nie mit einem Fahrzeug mit einer Drehleiter gefahren? Wie wann denn? Nicht dein Ernst. Also, freuen Sie sich auf Ihr neues Auto? Ich muss jetzt ja sagen, oder? Okay. So, und hier präsentiere ich unser neues Auto. Ich zeige das nachher noch mal kurz. Sie haben es gerade abgeholt. Ja. So, ich präsentiere euch jetzt noch mal hier. Moment. Schön im Parkhaus unser neues Auto. Wir müssen jetzt nämlich noch was erledigen und sind deswegen hier noch mal ins Einkaufszentrum gefahren. Genau, das Auto ist ebenfalls Baujahr 97 wie mein Bus. Und ja, ich finde den sehr, sehr schön. Und ja, es gibt allerdings nicht viel dazu zu sagen. Wir haben den jetzt erstmal geholt, melden den Montag um. Okay, man sieht eh nichts. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen Tag später, wir haben den Golf hier gestern geholt und jetzt werde ich, oh meine Haare, es ist außerdem so hell, jetzt hole ich mal schnell den Bus. Der steht nämlich sonst wo. Und wir wollen den Bus heute mal sauber machen. Am Mittwoch kommt er in die Werkstatt. Es wird eine sehr große Reparatur durchgeführt, die Hälfte aller Sachen, die gemacht werden müssen, sozusagen beinhaltet. Die andere Hälfte sind nur Kleinigkeiten, wovon ich ein bisschen was selber mache und dann noch die Schweißarbeiten. So, Bus steht zum Glück noch da. Ich habe die ganze Zeit immer Angst, dass er geklaut wird. Das ist echt krass, weil ich den halt so gerne habe und dann so traurig wäre. So, ich hole ihn jetzt mal vor und dann, ja, wird der sauber gemacht. Wir sind jetzt am Saubermachen und ich weiß nicht, ob ihr bei dem schlechten Licht den Vergleich hier schon mal seht. Also das hier ist komplett sauber gemacht, so bis hierhin und hier oben halt noch nicht. Also es ist halt alles sehr, sehr staubig und dreckig. So, Auto ist ungemeldet. Wie schon gesagt, der Golf ist ungemeldet.
Jetzt muss ich noch ein bisschen was für die Uni machen, bevor ich arbeiten gehe. Und dann. Ach ja, und ich habe die technische Änderung in den Papieren vom Bus eintragen lassen. Oh, ich bin übelst dreckig. Ich habe mich bestimmt irgendwie beim Kennzeichnen machen oder so dreckig gemacht. Ich habe Öl oder sowas, Schmiere am Bein, ganz toll. Ja, die technische Änderung in den Papieren vom Bus wurde jetzt noch eingetragen und ich mache jetzt, wie gesagt, was für die Uni. Oh, ich bin völlig außer Atem. So ein Kennzeichen vorne, ich habe das ewig nicht abgekriegt, hat mir so ein Mann geholfen. Und jetzt ging es auch echt schwer wieder ran. Also ich hoffe bloß, dass ich jetzt nicht verliere, weil das was eher abgebrochen vom Kennzeichenrahmen. Upsi. Und jetzt kann ich euch auch nochmal erzählen, was... Ich bin hier ein bisschen verkabelt. Was jetzt beim Bus diese Woche gemacht wird. Also er bekommt eine komplett neue Lenkung. Das Traggelenk, ich bin mir gar nicht sicher, wie es heißt. Links wird neu gemacht, die Spurstangenköpfe werden neu gemacht, die Achsmanschetten werden neu gemacht, die Stabi-Strebe rechts wird neu gemacht. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Das wird jetzt diese Woche gemacht. Nächste Woche bekommt er eine neue Frontscheibe. Dann bestelle ich jetzt mal zeitnah die Ersatzteile, und zwar die ich selber austauschen werde. Das ist im Prinzip die komplette Abgasanlage, also nach dem Katalysator, weil das ist an der Stelle durchgerostet und danach ist alles andere eh verrostet. Also das kann eh einfach aus, ja, provisorisch mal neu, nicht provisorisch, da gibt es ein anderes Wort für, prophylaktisch. Mir fällt das Adjektiv nicht ein, das kann so oder so einfach mal neu gemacht werden. Weil wenn man jetzt die Stelle flicken würde sozusagen oder da das Rohr austauschen würde nach dem Cut, wo der Rost ist, dann ist der Rest halt, kommt dann später irgendwann mal. Deswegen also Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, Endrohre und so wird alles komplett neu gemacht. Das mache ich, wie gesagt, selber, bestelle die Ersatzteile. Dann wollen die in der Werkstatt mal gucken. Es gibt so einen lastenabhängigen Drucksensor, der regelt den Druck von der Bremsflüssigkeit, hoffe ich, dass es so heißt. Also diesen, ja, eigentlich theoretisch, also wenn ich jetzt Mist erzähle, schreibt es gerne in die Kommentare, aber wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Der ist fest, also der ist fest gerostet und die wollen, wenn die jetzt das Auto da haben, um die Lenkung zu machen, das hat er sich aufgeschrieben, wollen die den erstmal mit Rostlöser einsprühen sozusagen, also dem ist das Auto 3 Tage da, das heißt, die werden den als, sobald er in die Werkstatt kommt, werden die den einsprühen, dann ein bisschen später probieren, nächsten Tag nochmal, vielleicht kriegt man den wieder gangbar, dann muss der nämlich nicht komplett ausgetauscht werden, das wäre cool, ansonsten wird der nochmal neu gemacht, dann muss noch ein Ölwechsel gemacht werden, aber das mache ich erst ganz, also lasse ich erst ganz am Ende machen, wenn alle anderen Sachen durch sind. Eine Dichtung im Motor, an diesem Motorblock sozusagen, da ist irgendwo eine Dichtung kaputt. Der hatte mir auch gesagt, wie die heißt. Ich habe es allerdings vergessen. Die muss noch ausgetauscht werden. Genau. Und ansonsten sind das von den normalen Werkstattreparaturen sozusagen, ist es dann alles. Also wenn das durch ist, ist er, abgesehen jetzt von den Schweißarbeiten, TÜV fertig, genau. Das lassen wir jetzt also diese nächste und vermutlich übernächste Woche machen. Also der Bus kann nicht jetzt die ganze Zeit in der Werkstatt stehen, eins nach dem anderen. Die Scheibe zum Beispiel muss auch erst bestellt werden und so. Und wir haben jetzt erstmal nur die Ersatzteile für die Lenkung und sowas und alles, was man da vorne halt dann gleich mit einem Zug sozusagen gut machen kann. Das haben wir jetzt erstmal alles bestellen lassen und die Scheibe dann nächste Woche und so, weil wir zwischendrin auch mit dem Bus mal wohin fahren. Wir wollen zwischendrin schon mal anfangen zu dämmen und sowas. Deswegen, genau. Und wenn diese ganzen normalen Reparaturen fertig sind, dann hoffen wir, dass wir ein gutes Angebot wegen Schweißen haben. Also wir haben mehr oder weniger mehrere Anlaufstellen bezüglich Schweißen, wo wir jetzt anfragen können, beziehungsweise eins, wo eventuell schon angefragt wurde. Ich bin jetzt nicht ganz auf Stand. Ich freue mich mega. Wir werden vermutlich auch schon, bevor der Bus ausgebaut ist, drin übernachten. Entweder legen wir einfach unsere normale Matratze hier rein oder, keine Ahnung,
Wir werden das aber auf jeden Fall schon mal testen. Und ja, ich denke mal, so richtig reisefertig, komplett ausgebaut, repariert, mit frischem TÜV und so, dass wir erstmal lange, lange, ohne irgendwie groß nachzudenken und ohne groß noch irgendwelche Sachen zu haben, die uns stören, zum Beispiel die Optik, also dementsprechend, dass der auch von außen komplett schön ist, also fertig angemalt und so. Das wird der erst Ende des Jahres sein. Aber dann können wir über Weihnachten und Silvester vielleicht wegfahren. Mal gucken. Ich weiß es halt echt noch nicht. Aber ich bin super motiviert, super gespannt. Und ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video unten drunter. Im letzten Video habe ich den Bus abgeholt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Schreibt mir mal, was ihr zu unserem Projekt sagt, wie ihr den Bus findet, wie ihr die Pläne findet. Und ja, genau, dann bis zum nächsten Video.